Morgen! Ich bin schon seit 7 Uhr unterwegs. Hier zu meinem Kunden, Gespräche mit meinen Mitarbeitern, meine Mitarbeiter beschenken, weil wir haben ja Jahresende und da kann man einiges rausgeben als Arbeitgeber. Und das ist echt schön. Es fühlt sich verdammt gut an, meinen Arbeitnehmern, also meinen Angestellten, meinen Mitarbeitern was geben zu können. So extra geben, ne? Halt klar, Geld kriegen sie. Freie Tage auch. Aber so richtig, so Geschenke, ne? Das ist so cool. Fühlt sich so gut an. Ich fühle mich wieder Weihnachtsmann. Genau, und jetzt gerade auf dem Weg vom Kunden zum Büro, vom Büro zu einem Besichtigungstermin. Und von da aus schnell nach Hause Sachen packen und dann geht's auch schon gleich wieder weiter. Was macht ihr alle? Und der schaut so ernst, Alter. Er wartet aber auch schon seit 6 Minuten auf mich. Ah, shit. Hey, brother, man, what's up, man? Hey, good morning, bro. How are you? Halt mal. Das waren meine Augen. Oh, shit. Die Opa an der Front. Was Papin? Was Papin, bro? Ihr 5 Leute, die immer fleißig zuschauen. Hey, Bro, jetzt. Wir müssen sehr dankbar sein für diese 5 Leute, weil 3 davon sind wir. Echt so. Das ist die wahre Community, ne? Das ist die wahre Community, Digga. Loyalty, Royalty, alles. Ja, Bro, was geht? Was machen wir? Also, wir sind jetzt on the way. Wohnungsbesichtigung, ich schwör's euch. Also, München hat's wirklich drauf. Wir müssen uns extra schwul ausgeben, dass wir überhaupt irgendwie einen Termin ausbekommen. Ich weiß nicht. Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch. Und schauen wir mal, wie das Ganze so vor Ort ausschaut. Wir machen das aber auch gut, muss ich sagen. Ja, schon. Ich meine, es ist ja immer sehr lustig, zu dem Besichtigungstermin zu gehen und sich dann so schwul auszugeben. Beziehungsweise, man weiß, der Typ denkt es, er spricht es aber nicht direkt an. Ja, das ist. Wir machen so halb auf hier. Komm, lass kuscheln. Mal schauen, wie das. Ja, das Witzigste ist halt, vor 2 Jahren haben wir das zu dritt gemacht. Ja, aber das war auch die einzige Möglichkeit, wie wir zu dritt eine 3 Jungs nicht WG-Wohnung, eine schöne Wohnung bekommen konnten. Aber das hat ja so gut gepasst. Genau, und dann danach geht's on the way to Stuttgart. Das Geile ist, heute ist ja Samstag, mm-hmm. 31.12. Ich gehe einfach mit Pulli raus, es ist trotzdem warm. Es ist so fucking warm, erstens. Zweitens, ich finde es so geil, ich habe gerade so eine Energy in mir, so eine Macher-Energy, weißt du, wenn du gleich in der Früh aufstehst mm-hmm. und so die ganze Zeit am Machen bist. Ja, Mann. Direkt. Von 7 Uhr bis jetzt war ich die ganze Zeit am Machen und 7 Uhr ist nicht mal so früh, aber es fühlt sich einfach geil an. Das ist der Flow, weißt, ja. Alle, die Straßen sind immer leer. In den letzten 1,5 Wochen waren die Straßen einfach leer. Ja, das ist so geil. Du bist so viel schneller überall. So 90% der Leute fliegen. Einfach jetzt gerade so ein bisschen im Winterschlaf sind. Ja. Und wir machen, Alter. Und wir machen so viel. Und von einem Notariattermin zum nächsten Termin. Und hier Gewerbe und da Gewerbe. Und da kommen so viele Sachen, das habe ich dir nicht mehr erzählt. Alter. Und anscheinend sind ja Feiertage und man kann ja nichts machen. Ja, das ist immer so. Bullshit. Genau, so viel dazu. Ja, aber schon wie die Wohnung ist. Ja, ich bin auch gespannt. Und dann die Fahrt wird auf jeden Fall auch lustig. Hm. Wenn dann noch ein Special Guest dabei. Special Guest. Special Guest. Ja, von der Leben. Ja, dann checken wir mal ab, vielleicht filmen wir was von der Wohnung. Ja. Wenn nicht, dann spätestens auf der Fahrt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, fahren wir. Absolute Zeitverschwendung. Ja, weil es ist Learning, wir müssen auf jeden Fall irgendwo, worauf wir die nächsten Male achten müssen. Ja. Ich meine, wir sind reingegangen. Was hat der Typ zuerst gesagt? Keine Massenbesichtigungen. Was er sich darunter vorgestellt hat, war, dass mehrere Leute da sind, aber er lässt nur eine Person rein gleichzeitig. Das macht aber keinen fucking Unterschied, es ist trotzdem eine Massenbesichtigung. Und ja, die Wohnung hat keine Einbauküche.
Aber was ich mich frage, wie Leute hier die, sich diese Wohnungen leisten können, weil das ist eigentlich schon eigentlich ja, naja. Ja, so die Gegend ist nicht unbedingt die schönste. Und auf der anderen Seite schätze ich, dass die meisten schon seit Jahren drin wohnen, wo halt einfach dieser Mietdeckel, also im Endeffekt, wo alle 3 Jahre um 3% erhöht wird oder so. Und auf der anderen Seite sind hier wahrscheinlich, schätze ich mal, so 80% der Wohnungen definitiv von der Stadt. Von der Stadt? Definitiv. Und entweder sie werden komplett von der Stadt bezahlt oder von der GEWOFAG zum Beispiel, wo du halt so gesellschaftliches Wohnen hast, Genossenschaftswohnen oder wie auch immer. Und da zahlst du mal für eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung einfach 700 Euro. Aber dafür darfst du halt kein Geld verdienen. Und das ist das Problem, wenn du jung bist, Geld verdienst, aber einfach nicht viel ausgeben willst. Weil du dir denkst, Junge, ich bin mehr unterwegs als zu Hause. Für was soll ich da so viel Geld ausgeben? Es ist schwierig. Kannst du mal deine Community fragen, was sie machen will? Was würdet ihr machen? Die 4 Leute. Vielleicht sind es diesmal 40. Halt du mal, weil da vorne kommt was. Geile Felgen. Ja, vielleicht sind es diesmal 4.000 und einer davon hat halt einfach 400 Wohnungen und der drückt uns eine ab, einfach so auf entspannt. Ja, nice. Mhm, okay. So, jetzt müssen wir den anderen Nömel erstmal anrufen und aus dem Bett bringen. Ja, natürlich. Also weiß ich nicht, vielleicht lag er einfach so wach im Bett. Ja. Er wollte noch Thunfisch haben. Hast du Bock drauf? Auf Thunfisch? Ja. Nee. Ich auch nicht. Ich will Fleisch. Ja, ich auch. Aber ich weiß, hast du überhaupt Hunger? Gerade im Moment nicht. Ich auch nicht. Aber ruf die mal an von deinem Handy. Schau mal, was der Öl macht. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr eine Wohnung wollt, dann müsst ihr eure Seele verkaufen, weil anders kriegt ihr sie in München nicht. Aber das machen wir nicht. Wir kriegen sie auch so. Zeigst du gerade seinen Namen rein? Der geht halt nicht ran, der Penner. Guten Morgen, Björn. Ich habe eine Notiz gemacht, wenn man da keuer. Ich hasse es. Ich muss mit dem Sprechen und denke mir so, was passiert hier eigentlich? Sorry. Wir wollten dich nur liebevoll aufwecken. Das ist süß. Nee, ich bin davor schon wach geworden. Dachte mir so, what the fuck, wo haben wir jetzt, ey? Mhm. Okay, nee, wir sind in 15 Minuten da. Seid ihr auf dem Rückweg? Yes. Scheiße. Ja, genau. Muss ich jetzt schnell duschen und die ganze Scheiße machen. Boah, Digga, bist du ja schon. Easy. Nee, kriegen wir hin. Alright. Bis nice. Dann, ciao, ciao. What's poppin'? Sure. Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Halb mit 10? 10? 10, 5, ja. Mhm. Nice. Nice. Du bügelst, oder? Nice. Ich hab's euch gesagt. On the road. Wir sind mit dem Typen, der viel zu lange gebraucht hat. Und so wie Bernie recht hatte. Digga. sind wir zu Hause angekommen und der Typ hat ja noch nicht mal geduscht. By the way, das ist der Typ, der gerade die Kamera hält. Skaskir! Genau. Mr. Nobody. Mr. Nobody, hey. But anybody. What the fuck? Yes. Und wir haben gerade ein bisschen Stau hinter uns. Ein bisschen Stau vor uns. Und wie lange ging das Video jetzt? 41 Sekunden. Nein, nein, nicht unser Video. Bullerei! Skrrr! Das Video, was wir angeschaut haben. Aufpasse! Digga, ich finde das so geil. Digga, der hängt richtig runter. Aufpasse! Ja, wie lange ging das Video jetzt? 8 Minuten. Okay, weil wir haben noch 8 Minuten vor uns im Stau. Das haben sie gesagt. Digga, das Auto, was wir gerade fahren, ist so tricky, weil du musst aufpassen beim Schalten. Einmal habe ich geschalten, so von unten, und ich hatte einfach den Schaltknüppel in der Hand, Digga. Und dann musst du dein Loch wieder treffen, ne? Ja. Und ansonsten kannst du
Wasserscheide stand da. Was soll das heißen? Wir hatten doch das Thema Squirting schon durch, bitte. Nach Bomsdorf. Mal schauen, was Donsdorf so hat. Bis gleich in Donsdorf. Donsdorf ange... Achso, nee, wir sind ja nicht in Donsdorf. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Hat sich wieder geschehen. Aber... Das ist schon geil. Aussicht wird uns gezeigt. Die haben wir leider noch nicht. Nice. Sonne geht. Bro, wir sind eine Puerta-Session. Ja, mal übelst nice. Die auch angefangen zu filmen. Yes. Antike WMF hast du gesagt. Yes. Girl. Wie antik ist die? Boah, also... Du stehst drauf. Nee, ich seh's gar nicht. Also ich schätze mal so ein 50er Jahre oder so. Krass. Okay. Vielleicht auch ein bisschen jünger, aber nicht viel. Und die ist direkt an der Wasserleitung angeschlossen? Ja, genau. Was macht die Steckdose? Die muss noch eingesteckt werden. Mhm, ausbalancier. Genau. Ja, jetzt muss man eigentlich nichts mehr tun. Jetzt müssen wir einfach warten. Einfach aufwarten, bis es aufwärmt. Ja. Ja, cooles Ding. Mal schauen, wie der Kaffee von schmeckt. Mhm. Ist ja immer ganz spannend, dass die Kaffeemaschine den Geschmack vom Kaffee absolut abändert. Was auch ganz cool ist, ist dieser Gong hier. Den haben wir jetzt leider nicht mehr drauf. Aber der ist unglaublich stark. Wo habt ihr den her? Ich weiß nicht, welches Land es ist, aber den haben wir damals bestellt aus einem, ich glaube, Indien oder so. Mhm. Was ganz spannend ist über den Gong, der hat die Erdfrequenz. Was kannst du mir darüber erzählen? Da kenne ich mich tatsächlich wenig aus. Also, so die Philosophie dieses Gongs ist sozusagen, wenn du den anschwingst, dann gleicht er die Schwingung aus und füllt den Raum mit Liebe und Kraft. Mhm. Und sorgt dafür, dass alle negativen Schwingungen rausgehen aus dem Raum. Krass, ja, ich glaube, das habe ich genau gerade auch gespürt. Ja. Es hat sich sehr erfüllend angefühlt. Genau. Crazy. Soll ich das mal drauf haben? Ja, gerne. Das fühlt man. Ist das eine große Zwiebel? Ich glaube, das sieht genauso aus. Ich schwöre es dir. Ich habe auch eine Pflanze. Eine. Das ist so unsere Pflanze. Sie nennt sich Hubert. Ist zwar ungefähr so, aber ganz anders. Ich würde sagen, das ist die Miniaturdarstellung hiervon. Nur eben sehr gerade, sehr strikt. Aber die Blätter sind sehr ähnlich. Wahrscheinlich ist es dann irgendwas sowas wie eine Yucca-Palme oder so. Ich habe unten auch sowas in die Richtung. Ich habe drei Pflanzen. Es sieht aus wie eine kleine Palme irgendwo. Ich zeige mal unten meine. Ich habe sogar ein Bild von Hubert, weil Hubert hat mir schon sehr viel geholfen. Auch so in der Frauenwelt tatsächlich. Du glaubst gar nicht, was Pflanzen so ausmachen. So alle anderen, ich habe einen Hund. Ja, ich habe eine Pflanze. Eben, genau das meine ich. Deine Pflanze ist schon nicht vertrocknet. Nee. Das ist mal ein Argument. Genau richtig. Und da sind wir beim Punkt eben, ja. Yes. Geislingen heißt es hier, oder? Genau. Nice. Ja, mal schauen, was der Tag noch so bringt. Aber zurück zu der Kaffeemaschine. Die tröpfelt jetzt. Das heißt, die Temperatur ist jetzt soweit gestiegen. Ja. Was ist das hier? Wasserdruck? Nee, tatsächlich zeigt es an. Die Zahlen sind doch auch, wie viele Tassen. Aha, von dem Wasserlevel, was du jetzt aufgefüllt hast. Genau. Von der Wasserleitung aus. Yes. Was wir heute so alles lernen wollen. Interessant. Alright, Status-Update. 420. 14.20 Uhr. Du machst sofort 20, Alter. Kannst du mal kurz halten? Aber gerne doch. Hier mal ein Nasenloch. Pisser. Also, ich habe die Mama vorhin rückwärts fahren gesehen. Das werde ich jetzt nachmachen. Okay. Hier raus, oder was? Ja. Ja, weil da kannst du unten umdrehen. Du kennst dein Auto. Ich, das ist nicht mein Auto. Du kennst das Auto. Puff! Ich
mag solche Witze nicht. Nach zwei Autounfällen. Das stimmt. Ist das nicht mehr so lustig? Das stimmt. Ja, also die Scheibe, die ist clean, Alter. Ja. Schaut aus, als wäre Schnee draußen. Da oben waren wir schon. Da sind die, ich finde die. Alright, wo fahren wir hin? Nach Ulm. Schon nice Wellengegend hier. Nein. Pass nur auf, dass deine Finger nicht doppelt sind. Okay. Aber das ist schön. Das gefällt mir. Wenn ich so Joggermamas sehe, das gefällt mir einfach. Ja, Mann, geile Bikes. I like that. Nice. Wie er gelacht hat. So wie gestern bei der Dame. Geile Locken. Du hast geile Locken. Danke. So schöne Haare. Dankeschön. Dankeschön. Alright, wir fahren jetzt nach Ulm. Ich wünsche dich jetzt so ein. Bro, bist du ein scheiß Kameramann? Ich weiß, ich gebe dir mal ein bisschen Mühe, Digga. Schau, frag sie mal. Boah, das wäre schon assi. Nein, boah, nee. Zum Glück kannst du das Fenster nicht aufmachen, Digga. Frag die zwei. Die nehmen wir mit. Boah. Ja, Assis. Nee, die sind ein bisschen alt. Genau, okay, Bro, du filmst gerade den Himmel. Digga. Stimmt, ja. Bro, muss ich dich bezahlen dafür, dass du richtig machst, Digga? Nein. Nein, sag ich. Also ich sag jetzt, wir fahren jetzt nach Ulm, wir checken ab, was geht. Wir brauchen noch einen Männer-Frauen-Ausgleich auf einer Party, wo sich keiner darum gekümmert hat, obwohl wir das schon vor zwei Wochen angesprochen haben. Läuft meistens so, dass keiner Verantwortung übernehmen will und dann gibt es immer wieder den Patrick und seine Gang, die halt einfach dann die Verantwortung übernehmen müssen und halt einfach alles wieder richtig machen müssen. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt in der Storyline. Mal schauen, was in Ulm abgeht. Ciao, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du bist ja nicht wie eine Freundin. Nee, deswegen. Hoffnung bleibt. Ihr wettet alles auf ihre Freundin. Alter. Kein gutes Business, was ihr da macht, auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte die Kamera hier so richtig nice umdrehen. Aber ich bin halt einfach so gut, ich kann nur euch filmen. Und du siehst gerade sehr gut aus, weißt du, so umgehen. Ich kann auch andere filmen. Guten Tag wünsche ich dir erstmal. Oh, shit. Schön, dass du dich erstmal gemeldet hast. Bro. Kuss aufs Nuss. Kuss? Kuss aufs Nuss. Aber... Ja, Pommes. Wo? Küchlöffel. Achso, Kochlöffel. Junge, chick. Immer die Kinder, Alter. Aber es ist Silvester. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt hier planen, noch irgendwie danach nach Hause zu fahren. Bitte. Also wo sind wir? Wir sind in Ulm, schau mal, der Dom. Wir sind in Ulm. Vor uns ist der Dom. Und wir sind gerade am Abchecken, was die Leute heute hier an Silvester machen. Und bis jetzt sind wir nur an einem einzigen Spot und ich meine, das ist wirklich der absolute Main-Spot, wo wir gerade vorhin vorbeigelaufen sind. Really? Ja. Weil es sah wirklich nach einer sehr, sehr frühen Silvesterparty aus, wo die Leute jetzt schon anfangen zu trinken. Das heißt, wenn man sich in die Runde einmischen will, dann wäre das die Runde. Aber gleichzeitig ist es mir eine viel zu kleine Runde und viel zu auffällig sind wir definitiv, Digga, auch. Du zeigst doch mitten in Vanilla Sky jetzt gerade. Ja, mei. Ist halt schwierig, das hier so zu handeln gerade. Okay, lass erstmal was fooden. Dann habe ich wieder... Okay, wir fooden erstmal, dann ist Björn auch wieder dabei. 2 hours later. Solange die kleinen Buben hier auf Toilette sind, warte ich auf sie. Und ich hoffe, die kommen gleich. Wir sind hier auf jeden Fall in irgendeiner Hotelbar. Die kleinen Buben sind wieder da. Wir haben immer noch nichts gegessen. Nein, wollen wir nicht zur Pizza raus? Achso. Oder du? Ja.
Und von Ulm aus ging es dann direkt weiter zu der Party-Location, wo wir dann erstmal 2 Stunden auf die Hosts warten mussten. Grüße gehen raus an ihr, ihr Respektlosen. Das war gar nicht cool. Naja, zum Glück erstmal bei der Party angekommen, habe ich einen Powernap gemacht, 20 Minutes. Dann habe ich mich angezogen, bin raus. Jeder war schon fertig, jeder war schon voll am Machen. Haben wir uns, glaube ich, 2 Stunden lang an den Tisch gesetzt und einfach lecker, lecker gegessen. Von Herz zu Leber bis hin zu Rind, zu Schwein, zu Gemüse und Käse und Baguettes und alles drum und dran. Das war schon wirklich sehr lecker. Mit einem vollen Magen lagen wir dann einfach alle da und ich war die ganze Zeit am Verzweifeln, weil ich mir dachte, was ist das für eine langweilige Party? Ich meine, alles war cool, jeder war cool, extremst interessante Kontakte gemacht, bestimmt auch sehr wertvoll für mein weiteres geschäftliches Leben. Aber ich bin für eine fucking Party gekommen, ja. Und ich habe keine Party bekommen, ich habe auch um 12 Uhr keine Party bekommen. Da waren wir nämlich auf einem Berg. Genau, ja, Feuerwerk, juhu, mega nice. Das war schon cool. Ja, das hatte ich auch noch nie davor, so viele verschiedene Dörfer und Städte zu sehen, die sich gleichzeitig alle explodieren. Das war schon mega. Und die Party war aber trotzdem noch nicht da. Ja. Dann sind wir wieder zurückgefahren und dann kam der Host endlich auf die Idee, auf die Party zu gehen, wo wir eigentlich die ganze Zeit hingehen sollten. Und dann habe ich meine fucking Party bekommen. Und die war mega. Von dem Männerüberschuss war es eine absolute Frauenüberschussparty, wo wirklich nur Frauen da waren und ich gefühlt der einzige Mann da war. Das war schon wirklich sehr cool. So viel weibliche Energie gespürt, die einfach absolut wertvoll ist. Von da aus gefeiert bis um 6 Uhr in der Früh nach Hause, um 10 aufgewacht und um 12 schon wieder auf dem Weg nach München gewesen. 2,5 Stunden Autobahnfahrt. Und ja, wie ihr hier seht, es gab ein Silvester. Das war mein Silvester, yo, bis dann.